Weil wir wissen ja, irgendwie müssen sie sich doch wahrscheinlich hier verstecken. Oder? Für König und Vaterland. Genau. Für St. Georg. Schon ein bisschen weit draußen. Für König und Vaterland. Müssen wir auch nochmal da hoch? Für St. Georg. Oder mit hier mit Sir Arthur Wesley so ein bisschen zum Dorfzentrum gehen? Für St. Georg. Das ist nicht, Leute. Für St. Georg. Dahin? Jetzt sind da Leute? Oh! Wo? Für König wo? Und Vaterland. Hallo? Für St. Georg. Wo wurden wir angegriffen? Da! Für König da ist ein Scharfschütze! Ich sag's doch, es gibt Scharfschützen! Vielleicht haben wir den aus den Bergen rangezogen irgendwie. Kann ich mir hier schon unterwegs? Wem kann ich helfen? Ja, dann heilen wir uns erstmal jetzt, wo die Ärzte schon da sind. Kann ich behilflich sein? Schon unterwegs. Minister? Ja, den haben wir auf jeden Fall aus den Bergen rangezogen. Mit Scharfschützen. Kann ich behilflich sein? Komme. Komme. Nun gut. Als nächstes nur gut, oder? Wem kann ich helfen? Machen vielleicht noch die Doppelwohner. Ne, sie hat nur zwei Sprüche. Wem kann ich helfen? Schon unterwegs. Oh, schon unterwegs. Für König und König? Minister? Minister? Oh, da kommen einige. Das war der letzte. Ne, der vorletzte. Minister? Mein König? Minister? Für St. Georg? Mein König? Ja, ich gehe einfach mal dahin, weil die sind voll geheilt. Mein König? Eile ich in der Zeit ein bisschen meine Leute hoch? Minister? Mein König? Minister? Mein König? Für St. Georg? Minister? Schon merkwürdig jetzt hier. Mein König? Haben wir denn? Müssen Sie die Truppen bei Salamanca besiegen. Unterwegs können Sie auch Toledo befreien. Minister? Für St. Georg. Für König und Vaterland. Für St. Georg. Für König und Vaterland. Für St. Georg. Ja, besiegen Sie jetzt Salamanca, danke. Hilft nix. Für König und Vaterland. Wir werden angegriffen. Für St. Georg. Für König und Vaterland. Für St. Georg. Er wurde weggesnipert. Für König und Vaterland. Ich weiß nicht von wo. Minister? Wie kann ich zu Diensten sein? Unterwegs? Oh, ich kann Sir Wesley nicht heilen. Wie kann ich zu Diensten sein? Muss ich selbst heilen, der Gute. Minister? König und Vaterland. Ja, wir gehen jetzt einfach gleich mal nach da oben, weil hier ist ja nichts mehr. Also hier kann ich nichts machen. Tut mir wirklich leid, aber irgendwie. Mein König? Ist zu Ende. Für König und Vaterland. Kommt der Scharfschütze mir hinterher. Wir werden angegriffen, mein König. Reicht doch. Für König und Vaterland. So. Minister? Für König und Vaterland. Ja, weiter geht's. Bleibt ja gerade nichts anderes zu tun, als weiterzugehen, weil wir haben nichts mehr in Salamanca, was wir kaputt machen können. Für König und Vaterland. Für St. Georg. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass er von den Scharfschützen hier in den Bergen redet. Für König und Vaterland. Wir werden da. St. Georg. Also. Für König und Vaterland.
Für St. Georg. Für König und Vaterland. Für Wo war der? Georg. Da. Da ist Rauch. Für König und Vaterland. Für St. Georg. Ich komme. Stimmt noch irgendwo einer. Für St. Georg. Für König und Vaterland. Macht mich ja jetzt schon ein bisschen nervös hier, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Da ist noch einer. Für König und Vaterland. Für König und Vaterland. Boah, ist das nah. Nicht in den Alpen? Nee, kann ich nicht sein. Hier bin ich noch nicht in den Alpen. Wir werden angegriffen und Vaterland. Da ist einer. Für König und Vaterland. Für St. Georg. Für König und Vaterland. Ja, hier ist das Ende der Karte. Macht keine Gefahr. Weiß nicht, wo dran es liegt. Für König und Vaterland. Dass ich irgendwas kaputt gemacht habe hier in der Kampagne. Wir gehen mal ein bisschen weiter hier lang. Weil am Ende müssen wir wahrscheinlich nach Frankreich hier rein. Schon unterwegs. Für König und Vaterland. Für St. Georg. Da sind welche. Für König und Vaterland. Wir werden angegriffen. Hallo, was machten die Ärzte da? Holy shit! Nach unserem Sieg bei Salamanca ist Napoleons Macht in Spanien gebrochen. Ziehen wir über die Pyrenäen nach Frankreich, da stellen wir sein kaiserliches Heer bei Toulouse. Der Sieg ist zum Greifen nah. Nein? Upsi! Was machen wir jetzt? Wir haben unsere ganze Armee verloren. Die können wir bauen. Aber auch sonst. Jetzt wird es ein bisschen eng. Sonst wird es ein bisschen eng jetzt hier. Alter Schwede. War ja scheiße. Joa. Ich reite mal nach da unten. Was können die? Handkanoniere. Mehr Schaden, mehr Leben, mehr Splash. Dann probieren wir es nochmal gleich. Ja, das lief gerade nicht so gut. Das gebe ich zu. Ja, wenn nicht, muss ich hier mit ein paar Bürgern ran, würde ich sagen. Ihr sammelt mal alle Steine, dann bauen wir ein paar Türme im Notfall und schauen dann mal. Das noch gerettet kriegen. Irgendwie habe ich ja schon Bock, das noch retten zu können. Ich meine, das ist jetzt echt nervig. So. Aber, wisst ihr was? Ich baue hier diese ganzen Leute, die ganzen Bürger. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.
So, wir haben noch ein paar Leute, die wir ausbilden müssen, aber ich kann euch schon mal den Plan erzählen, weil der dauert ein bisschen. Wir wurden hier hart aufgerieben. Wir werden jetzt hier, ich habe extra noch Leute gebaut, damit wir Türme bauen können. Die sollen uns ein bisschen Feuerschutz geben und dann werden wir uns dahinter so ein bisschen verstecken. Das sind alles nämlich keine Sprinter hier, Leute, aber mit so ein bisschen Verteidigungsmaßnahmen, irgendwie noch so ein Krankenhaus dahin oder so, können wir da, glaube ich, einigermaßen was ausrichten. Uns hier irgendwie verschanzen können. Wäre, glaube ich, ganz cool. Habe auch schon überlegt, ob ich es halt so einen Autosave-Punkt nachlade, aber das ist ja auch irgendwie doof. Wir wollen das jetzt so schaffen. Das gehört ja auch irgendwie dazu, dass man das, dass wir das so hinkriegen. Man muss auch mal mit Rückschlägen rechnen können. Das hilft uns nämlich alles nicht so richtig hier. Wir müssen mit ihm mal ausspionieren, wie weit wir sind. Wir haben auch schon wieder ein bisschen Leben auf ihn drauf gekriegt. Ob wir überhaupt hier hinkommen. Weil hier so das aufzubauen, wäre schon ganz nice. Speichert. Ihr wisst doch. Macht keine Gefangenen. Oh. Ihr wisst doch. Oh. Wir werden angegriffen. Oh, so war das nicht geplant. Kommen die uns jetzt nach oder nicht? Hoffe nicht. Fertig. Für unseren Souverän. Okay, die patrouillieren also da oben auf dem Berg rum. Kommen wir mal da im Krankenhaus hin. Guck mal, packen jetzt einfach mal hier rüber. Kann sogar noch zwei zusätzlich bauen. Zack. Ersten Turm mal dahin. Bauen. Upgrade draufhauen. Reichweiten-Upgrade ist immer ganz nice. Ja. Fertig. So sei es. Ja. Okay. Gut. Dahin. Tauern uns jetzt so nach vorne. Geht auch einigermaßen rasch. Holy shit. Ja, okay. Kaputt. Für unseren Souverän. Wie kann ich zu Diensten sein? Doch. Macht keine Gefangenen. Ja, unverzüglich. Na gut, mal schauen, ob wir da jetzt was ausrichten können. Weite mal ein bisschen nach vorne, vielleicht kann ich da jemanden ranlocken. Ihr wisst doch. Macht keine Gefangenen. Ihr wisst doch. Habe ich auch einen wahnsinnigen Höhenvorteil hier. Ihr wisst doch. Wir werden angegriffen. Macht keine Gefangenen. Ihr wisst doch. Macht keine Gefangenen. Okay. Unserem Trupp. Euer Befehl für unseren Souverän. So sei es.
bisschen nach vorne. Oh, da ist eine Kanone gewesen. Oh, da ist noch eine Dings. Okay, gewinnen wir? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Rückzug. Wir schaffen das, Leute. Ich glaube, wir haben einige besiegt. Nein! Das war dumm. Naja. Weiß nicht, ob die Taktik jetzt sein wird, wir heilen ihn immer mal ein bisschen und versuchen wenigstens die Kanonen rauszufiltern. Macht keine Gefangenen. Ja, toll. Ich würde gerne Einheiten bauen, die nicht nur Holz kosten oder so. Also nur Holz und Nahrung kosten. Das wäre nice. Probieren es noch mal. Wir probieren es einfach noch mal mit dem Turm. Ah, ist das mühselig. Ist das mühselig, Leute. Was kann ich jetzt tun? Bis wir so fertig sind, das kann noch ein bisschen dauern. Man, anscheinend kriegen wir den Turm hochgezogen. Fertig. Wir bauen jetzt einfach mal Leute. Und sehen das als scheint als unser Last Resort hier. Ich will das jetzt so schaffen, ohne irgendwie neu zu starten. Ja. Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Da noch ein Turm hin? Na gut. Der Turm soll noch nicht sein. Na gut, na gut. Der war ein bisschen zu eifrig. Ich sehe es ein. Sir Arthur Wellesley. Die sind wieder dran. Ups. Schnell zurück. Das war knapp.
Können wir einen Doppelten bauen? Heilen die dann doppelt? Heilrate, da fehlt halt das Gold für. So. Probieren das nochmal. Wir werden angegriffen. Na gut, wir probieren es nicht nochmal. Aber diese Kanone macht sowieso gerade unser Turm kaputt. Das wird so nix. Weibliche Bürger, nein, allgemein Bürger. Hier kommt mal nach da. Fertig. Wem kann ich helfen? Komme. Fertig. Wir werden angegriffen. So sei es. Für unseren Souverän. Ups. Zurückziehen, bitte. Kann ich behilflich sein? Wie kann ich zu Diensten sein? Ja. Ah, Leute. Wie kann ich zu Diensten sein? Es ist schon dramatisch, was sich hier abspielt. Die überqueren sie die Pyrenäen Richtung Nordsee und schlagen sie. Ja, wir müssen die kaputt machen. Macht keine Gefangenen. Ihr wisst doch. Ja. Ein verzweifelter Versuch. Kann ich hier ein Krankenhaus bauen? Hier kann ich ein Krankenhaus bauen. Dann kann ich hoffen, dass... Wir werden angegriffen. Oh, fuck. Dann kann ich hoffen, dass ich in Schießnähe geheilt werden kann. Ja, das ist jetzt ein bisschen kritisch, was wir hier machen. Aber mich hat sowieso gewundert, dass wir so leicht durchkommen. So. Fertig, ihr wisst doch. Ja. Gut. Wir werden angegriffen. Mist. Ein schönes Krankenhaus. Kriegt ihr halt ein neues. Oh, jetzt echt? Noch einer?
Werden das überhaupt weniger? Ich habe das Gefühl, es werden noch nicht mal weniger Leute. Lagerung. Gibt es hier irgendwie Krankenhaus? Schiffe, zivile Gebäude, Mauern, Türme. Wirtschaft. Hilft nicht. Den hier könnten wir höchstens noch machen. Richtig ist dann die Reichweite größer. Aber... Ich habe das Gefühl, es werden auch gar nicht weniger Leute da oben. Wohl ein bisschen. Ein bisschen weniger könnte es schon sein. Aber die Schüsse waren alle frei. Nice. Der war auch umsonst. Oh. Ein Schuss ist okay. Oh, da ist eine Kanone. Wo ist die Kanone? Da ist die Kanone. Wir werden angegriffen. Zack. So, die nächste Kanone ist kaputt. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Keine Sorge. Wir hängen auch hier immer hart mit ihm an der Grenze rum. Boah. Ja, ohne Gegentreffer, sehr schön. Auch ohne Gegentreffer, sehr schön. Oh, jetzt die ganzen Nahkämpfer-Snipern? Fernkämpfer-Snipern? Oh, nee. Doch nicht. Die patrouillieren oben noch. Es wird weniger. Die Gegner werden weniger. Wenn das auch nicht so doof auf diesem Hügel wäre, dann wäre das auch viel besser. Ja, komm, der Reiter ist tot. Sehr schön. Der ist auch tot. Habe ich gesehen. Tot. 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 Oh, da ist noch ein Frischer. Drei Frische. Okay. Nice! Haha, wir haben es geschafft, Leute! Easy! Als er die Franzosen bei Toulouse geschlagen hatte, war Sir Arthur Wellesley zum Herzog von Wellington gemacht worden. Der Eiserne Herzog, wie seine Feinde ihn nannten. Napoleon Bonaparte hatte 3 Tage zuvor bei Fontainebleau kapituliert. Es sollte Monate dauern, bis er und Wellington sich auf dem Schlachtfeld begegneten. Ja, die wohl bis jetzt merkwürdigste Kampagne, die wir gespielt haben. Hier haben wir noch einen Ort vergessen. Ich weiß nicht, ob wir den hätten...
erobern können. Ne, nicht erobern, aber besuchen können. Hätten da schon hinreiten können, aber naja. Hier haben wir eigentlich alles gesehen. Imperialer Kürassier. Ist der einzige, der noch übrig ist? Die Rest haben wir alle weggesnipert. Ja, wir sind da extrem dumm reingelaufen, haben unsere ganze Armee verloren. Naja, aber wir haben es geschafft. Gucken wir uns noch die Statistik an. Die wir so haben. Die beenden. Ja. Ja. Mal schauen, wie viele Klicks wir haben. Wir haben ja hier viel rumgefummelt, aber gar nicht so viele. Natürlich ein Haufen Leute. Gesamtstatistik, spanische Rebellen, Wirtschaft. Ah ne, London hat die beste Wirtschaft uns. Militär. Sind wir ganz weit oben. Verloren Einheiten, da haben wir natürlich eine Menge verloren, aber naja. Bürger. Das war die Schlacht. Die war in der Hälfte der Kampagne quasi. Gut, dass ich den Schnitt da reingemacht habe. Und wir waren in der 9. Ich glaube, wir haben da 1-2 übersprungen. Das ist Imperialzeit. Aber sehr schön, dass ihr euch das angeschaut habt und dabei geblieben seid. Wenn nicht, kann ich es euch nicht verübeln. Aber dann würdet ihr das wahrscheinlich auch nicht hören. Also bis zur nächsten Folge, da hoffe ich, dass das besser wird.